Machen wir schon mal die zweite Reihe für unsere Mauer. Bereit. Ich habe ja auch nicht vor, sehr hohe Türme zu bauen. Kann ich gleich mal schon mal sagen. Ich werde die Türme nämlich genauso hoch machen wie die Mauer. Also wenn ich Stone Columns nehme, dann maximal 3 hoch. Wobei die Mauer wird 4 hoch. Ja. So, machen wir mal Verteidigungszeug bereit. Und dann sollte ich etwas Glas herstellen. Hä? Werden wir angegriffen? Nein, klang nicht so. Weil ich möchte so schnell wie möglich einen Altar bauen. Oh, der Altar braucht nicht mal Glas selber. Und hier kommen Eroberer hin. So, stelle ich mal auch die Stockpiles schon mal ein. Nämlich auf Eisen und Schwefel. Mach hier noch mehr Eisen, weil jetzt baue ich eine Schmiede. Auch noch. Das Stein ist auch schon weg. Okay. Oh, Korruptorenangriff. Dann hilf du mal mit. Sonst wird das unschön. Wenn es nur zwei sind. Oh, sie breiten sich ziemlich gut aus gerade. So, ihr könnt dann wieder an die Arbeit gehen. Oh, Ziellager ist voll. Dann geht eben dahin. So. Ja, Steine brauchen wir. Das heißt, wir tunneln hier mal. Ein bisschen.
Ah, das ist immer so nervig, hier die richtigen Ränder zu kriegen, dass er nicht das X anzeigt. So. Der Altar braucht immer noch einen Stein. Und wir brauchen jemanden, der für uns aufräumt. Ah, was ist das für ein Sammelauftrag? Ach, das ist der hier für Steine. Okay. Dann war weg mit dem. Und wir können einen neuen Brickthorn spawnen. Jawohl, wir haben das Stein, um den Altar zu bauen. Das heißt, wir können jetzt bald den Kristall besetzen. Der sollte uns dann hoffentlich helfen, neue Leute zu spawnen. Im Augenblick können die Angriffe wohl nur aus den Bereichen hier kommen. Oh, das ist eine hübsche Ruine hier in der Mitte übrigens. So, der Altar ist fertig. Das heißt, wir bauen gleich einen Eroberer. Dass wir hier unten an das Zeug kommen. Weil wenn wir hier das erobert haben, können wir hier das neue Stockpiles hochziehen und alles. Und können dort einen Außenposten errichten. So, der obere ist fertig. Dann platzieren wir den auch gleich mal hier. Ich hoffe mal, dass wir damit auch solche Kristalle erobern können. Und nicht nur die Monolithen. Wenn nicht, haben wir jetzt gerade Ressourcen verschwendet. Ah. Aufträge wurden abgebrochen. Doch, der Kristall wird erobert. Sehr gut. Steine kommen rein. Okay. Oh, der wird zu einem Kleinen. Ah, auch gut. Ich sollte eigentlich gleich noch einen Eroberer hier drüben hinpacken. Aber erstmal müssen wir unsere Heimat verteidigen. Und wir können jetzt hier, hätten wir auch vorher schon können, aber jetzt passt es besser, hier die Steine abbauen. So, und wir brauchen dringend mehr Eisen. Komm, da wir zwei Öfen haben, schmelzen wir jetzt simultan mal Eisen ein. Also wir brauchen Eisenbarren. Okay, sie haben jetzt auch den eingenommen. Ja, hauptsächlich können Angriffe aus der Richtung jetzt kommen und aus der Richtung. Denke ich mal, dass sie uns hauptsächlich hier am Hauptlager angreifen werden. So. Gras können wir hier weiter sammeln. Gebe dafür mal gerade das ganze Grasfeld im Auftrag. Holz haben wir gerade noch genug.
Und ja, im Augenblick ist es erstmal wichtig, eine kleine Verteidigung um unsere Basis herum zu haben. Ich werde aber trotzdem schon mal einen Eroberer in Auftrag geben, um den hier zu erobern. Wobei ich so das Gefühl habe, dass sie hier rüber könnten. Und uns auch aus der Richtung angreifen, weil ich weiß halt nicht, wie die Gegner-KI genau tickt in dem Spiel. Also ja, in Invasion ist es einfach. Sie versuchen einfach zum Kristall zu kommen und wenn ihnen was im Weg steht, dann greifen sie es an. Schmiede. Schmiede mir mal Waffensets. Und ja, ich kann hier drüben auf jeden Fall auch das Eisen. Und den Schwefel zum Abbau freigeben. So, der Eroberer ist fertig, der neue. Ja, da von hier oben nichts kommen kann, sondern nur von hier, werden wir hier wohl einen Wachposten aufbauen. Oder einfach hier um den Stein herum. Wir werden halt viel Schwefel und Eisen brauchen, um Verteidiger zu bauen. Also Wächter, Wachstation. Hoppala. Können wir ja gerade dafür schon mal hier Stockpiles in Auftrag geben. So, für meine Ritter, also für die Schwertkämpfer, werden auch die Sachen vorbereitet. Hier haben wir alles an Gras gesammelt. Gut. So, dort haben wir hier noch eine große Grasfläche. Glas ist was anderes. So, mehr Eisen. Wir verlangen mehr Eisen. So, der Kristall wird auch eingenommen. Sehr gut. Wir können einen neuen Mannequin spawnen, einen neuen Bricktron. Angriff. Es war nur einer, aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Oder? So, jetzt könnt ihr wieder arbeiten, bitte.
Wo quetsche ich hier noch Waffenständer hin? Hier kann ich noch drei hinpacken. Und ja, ich baue heute ziemlich eng, muss ich sagen. Dabei habe ich auch noch nicht mal eine Idee, wo ich eine Treppe hinbauen könnte. Wahrscheinlich einfach hier an diesen Turm. Ja, was auch noch ein Problem sein wird, was ich lösen muss, sind die Ecken. Sonst kann ich hier nämlich die Plattform nicht richtig setzen.